Das war ein unglaublicher Sturm, der dort in dieser Nacht über die Ostsee hinweggezogen ist. So etwas habe ich später nie wieder erlebt. Als ich den Alarm hörte, wurde mir erst bewusst, wie schlimm die Lage ist, dass das Schiff sinkt. Das ist die Kraft der Natur, da kommt nichts gegen. Meine größte Angst war, dass ich im sinkenden Schiff gefangen bin. In the sinking ship. Im Vorhinein machst du dir keine großen Gedanken. Du fährst los und machst den Job. Die Nacht vom 13. auf den 14. Januar 1993. Der gewaltige Orkan Verena zieht über die Ostsee. Extreme Winde und Wellen werden der polnischen Fähre Jan Heweliusz zum Verhängnis. Sie verliert den Kampf gegen die Naturgewalten und sinkt in den frühen Morgenstunden rund 20 Seemeilen östlich von Rügen. 55 Menschen finden den Tod, nur 9 überleben. Das Unglück ist einer der herausforderndsten Einsätze in der Geschichte der DGZRS. Mehrere Tage lang suchen die Seenotretter gemeinsam mit polnischen und dänischen Kollegen sowie Luftrettern nach Überlebenden. In diesem Film kommen Retter und Gerettete zu Wort. Gemeinsam erinnern sie an den Untergang der Jan Heweliusz. Auch Karl-Heinz Schumacher ist damals tagelang im Sucheinsatz. 30 Jahre später, im Hafen von Freest, trifft der ehemalige Vormann der Station Greifswalder-Oy seinen Nachfolger. David Harder und die Besatzung der Berthold Beitz empfangen Schumacher während eines Routineaufenthalts zum Klönschnack. So wie die aktiven Kollegen wusste auch Karl-Heinz Schumacher während seiner Dienstzeit, dass jede Ruhe schnell vorbei sein kann, wenn ein Einsatz ruft. Für mich hat es nie dann Überlegen gegeben, wenn da einer in Not ist, dann geht das los, so. Einfach ist. Darum sind wir ja da. Das ist unser Job. Die Nacht auf den 14. Januar 1993 ist so ein Moment. Der Abend verläuft für Schumacher und seine zwei Kollegen im Dienst auf der Greifswalder-Oie zunächst völlig ruhig. Doch von einem auf den anderen Moment briest der Wind in der Nacht enorm auf. Das war wie ein Kanonenschlag. Wirklich wie ein Kanonenschlag. Das knallte und da flog oben in unserer Unterkunft das Fenster nach innen so doll. Obwohl da ein bisschen geschützt war, flog das Fenster nach innen. Ja, und da ging das los, nicht? Da mussten wir dann ja, das mussten wir absteifen und dann raus. Funkgeräte hatten wir natürlich, die Handfunkgeräte ja immer am Mann. Und während unserer Arbeit war dann nachher zu hören, dass irgendwo, Notruf nicht, aber eine polnische Fähre hat Probleme. Kurz zuvor hat der Orkan auf Rügen Funkmasten beschädigt. Die DGZRS-Zentrale in Bremen kann die abgelegene Greifswalder-Oie nicht erreichen. Ohne davon zu wissen, eilen Karl-Heinz Schumacher und seine beiden Kollegen zu ihrem Seenotrettungskreuzer Hans Lüken. Doch selbst der Weg dorthin wird zu einer Herausforderung. Der Hafen von Swinemünde in Polen, nahe der deutschen Insel Usedom. Die Stadt ist Ziel und Ausgangspunkt großer Fähren von und nach Skandinavien. Die Schiffe gehören zum Stadtbild, heute wie damals. Hier treffen wir Leszek Kochanowski. Er ist einer der Überlebenden des Untergangs der Jan Heweliusz. Am Abend des 13. Januar 1993 ist Kochanowski wie viele Male zuvor als Obermatrose an Bord. Auf der vorherigen Fahrt hatte die Fähre die Kaimauer im schwedischen Ystad gerammt. Dabei wurde die Heckklappe beschädigt. Das hat Auswirkungen auf die nächste Abfahrt in Swinemünde. Das Serviceteam brauchte recht lange für die Reparaturen. Unsere planmäßige Abfahrt war um 21:30 am Abend, doch das passte nicht. Schließlich ging es dann um 23:30 Uhr los, also mit mehr als 2 Stunden Verspätung. Die Jan Heweliusz läuft 1977 vom Stapel. Schon in ihrem ersten Jahr kollidiert sie mit der Kaje in Ystad. 1982 kentert das Schiff im dortigen Hafen, möglicherweise wegen falscher Beladung. Nach mehreren Monaten wird sie von Kränen wieder aufgerichtet. 4 Jahre später gibt es einen schweren Brand an Bord. Trotz dieser Ereignisse ist die Jan Heweliusz für ihre Besatzungsmitglieder wie Grigory Sudvoj ein Schiff wie jedes andere. Der damalige Elektroingenieur lebt und arbeitet heute in der Schweiz. Er habe keine Bedenken gehabt, mit der Fähre in See zu stechen. She was a bit unlucky. Sie war ein etwas unglückliches Schiff, das wusste jeder. Aber wir glaubten auch fest daran, dass so ein Pech nicht von Dauer ist.
Gegen Mitternacht ist die Jan Hevelius schließlich auf offener See. Dass sie in den Orkan Verena hineinlaufen, ist Leszek Kochanowski nicht bewusst. Nichts deutete darauf hin. Das Wasser war ruhig und wir spürten keine besondere Windstärke. Aber der Kapitän und die Offiziere hatten sehr wahrscheinlich eine Wetterwarnung auf See erhalten, dass von Norden her sehr schlechtes Wetter mit stürmischem Orkanwind auf uns zukam. Pogody będąc w morzu już byli świadomi, że z północy nadciąga bardzo silna pogoda stormowa, huragan, wiatr. Der Wind nimmt immer mehr zu. Gegen 2 Uhr nachts schläft Grigori Sutwoj einen unruhigen Schlaf in seiner Kabine. Da geschieht etwas Unerwartetes. Das erste Zeichen, dass etwas nicht stimmte, war, als die Schublade aus meinem Schreibtisch herausfiel. Das war noch nie passiert, auch nicht bei vorherigen Stürmen. Und ich hatte schon viele erlebt, auch auf der Hevelius. Leszek Kochanowski wird mit anderen Matrosen geweckt, um die Ladung auf dem Fahrzeugdeck zu überprüfen. An einigen der Fahrzeuge mussten wir die Ketten festziehen, weil sie zu locker waren. Wir haben auch neue Ketten befestigt an den Eisenbahnwaggons. Zu dieser Zeit, es war so gegen 3 Uhr, waren die Wetterbedingungen schon sehr schlecht und der Sturm war ganz klar zu spüren. To było no po godzinie trzeciej, gdzie już ten Sturm był bardzo, bardzo czuwalny. Östlich von Rügen wird das Schiff zunehmend instabil. Der Kapitän lässt Ballasttanks mit Seewasser fluten, um die beginnende Schieflage auszugleichen. Genau das wird wenig später zum Verhängnis. Während sich die Lage draußen auf der Ostsee verschlimmert, kehrt an Bord des Seenotrettungskreuzers Arkona vorübergehend etwas Ruhe ein. Das heute in Warnemünde beheimatete Schiff geht 1993 noch von Sassnitz auf Rügen aus in seine Einsätze. Maschinist Andreas Podola und seine Kollegen bekommen schon durch die ersten Ausläufer des Orkans einiges zu tun. Abends ging das denn schon los, sodass wir dann mit Dunkelwerden und Aufkommen des Sturms im Sassnitzer Hafen losgerissene Fischkutter einsammeln konnten. Der Orkan entfaltet allmählich seine ganze Kraft. Nach der Arbeit und einer kleinen Reparatur am Tochterboot legen sich die Seenotretter vorübergehend hin. Sie gehen davon aus, dass bei diesem Wetter niemand mehr auf See ist, der es nicht wirklich sein muss. Wenn bei diesem Seegang und dieser Kälte jemand ins Meer stürzen würde, hätte das dramatische Folgen. Die Überlebenszeit war ja, wenn du keinen Überlebensanzug anhast, maximal 20 Minuten. Ohne Anzug. Mit Anzug vielleicht 1-2 Stunden. Solche Überlegungen werden auf der Jan Hevelius inzwischen bitterer Ernst. Der Versuch, durch eine Kursänderung die Schlagseite zu verringern, schlägt ins Gegenteil um. Die Mannschaft will das Ballastwasser wieder umpumpen, doch das scheitert. Der Orkan drückt die Fähre jetzt unhaltbar auf die Backbordseite. Leszek Kochanowski arbeitet tief im Inneren im Maschinenraum, als der Alarm zum Verlassen des Schiffes ertönt. To była bardzo ciężka droga. Es war ein enorm anstrengender Weg vom Maschinenraum hoch zu den Ausgängen. Es gab schmale, rutschige Metalltreppen. Es war nass und das Schiff neigte sich immer mehr und mehr. Ich musste mich oft festklammern, um nicht abzustürzen. Und ich musste mehrere Pausen einlegen. Aber irgendwie habe ich es an Deck geschafft. Auch Grigori Sutwoj kämpft sich zur gleichen Zeit durch das kenternde Schiff. Das Mobiliar bewegte sich unkontrolliert. Es gab seltsame Geräusche. Das war beängstigend. Ich sah Türen zuschlagen, Menschen riefen und schrien. Ein wirklich schrecklicher Moment. Meine größte Angst war, dass ich im sinkenden Schiff eingeschlossen werde, ohne Chance, dort herauszukommen. Sowohl Kochanowski als auch Sutwoj schaffen es ins Freie. Hier peitscht der Orkan über das Deck. Menschen können sich kaum auf den Beinen halten. Wegen der starken Schlagseite können Rettungsboote nicht mehr zu Wasser gelassen werden. Aufblasbare Rettungsinseln sind die einzig verbliebene Hoffnung. Der Wind und die Wellen waren extrem und die Fähre bekam immer mehr Schlagseite. Wir haben eine Rettungsinsel gerade im letzten Moment betreten, als die Insel wegen der Schieflage quasi von allein von der Fähre und in Richtung Meer rutschte. Es war der letzte Moment, um einzusteigen. Die Jan Hevelius kränkt immer mehr, das Kentern ist unvermeidlich.
Gegen 4.40 Uhr sendet die Fähre das Notsignal Mayday. Die Rettungsleitstelle See der DGZS alarmiert sofort die Arkona in Sassnitz. Wo die Seenotretter aber überhaupt genau hin sollen, ist noch völlig unklar. Der Punkt war, dass keine genaue Position bekannt war. Das Schiff ist ja so schnell untergegangen, dass wohl keine korrekte Position mehr durchgegeben werden konnte. Das dänische MRCC geht zunächst davon aus, dass die Janeveljus westlich von Rügen in Not sei. Dabei ist das genaue Gegenteil der Fall. Erst nach mehr als einer halben Stunde ist die grobe Richtung geklärt. Die Arkona läuft mit äußerster Kraft in den Orkan hinaus. Zur fast gleichen Zeit gehen auch die Seenotretter auf der Greifswalder Eue in den Einsatz. Nur mit großer Mühe erreichen sie ihren Seenotrettungskreuzer Hans Lüken. Das ist ein Stückchen des Wegs so zum Hafen runter von der Unterkunft. Frei, von ist nichts weiter. Und da konntest du nicht aufrecht gehen, da musst du fast, also sehr gebückt oder fast kriechen, dass wir an Bord kamen. Kaum ist das Auslaufen geschafft, bekommt die Hans Lüken die volle Kraft des Orkans ab. Schwerstarbeit für Karl-Heinz Schumacher am Steuer, der schnell merkt, dass trotz gebotener Eile nichts überstürzt werden darf. Ich hatte den Hebel voll auf volle Fahrt und dann kam ein mächtiger Brecher. Und da stand das Vorschiff unter Wasser, guckte nur noch der Turm raus. Und wenn ich dann nicht zurückgenommen hätte, dann hätten wir noch einen gekriegt und dann hätte er uns rundherum gedreht und dann wären wir weg gewesen. Und was wäre dann? Dann hätten wir da gelegen und die Hevelius da. Da kommst du nicht gegen an mit Gewalt gegen die Naturgewalten. Die sind stärker, immer stärker. Das bekommen Grigori Sudvoj, Leszek Kochanowski und andere Überlebende mehr als deutlich zu spüren. Die Rettungsinsel wird von den meterhohen Wellen hin und her geschleudert. Wir versuchten, die seitlichen Luken, die Türen sozusagen, der Rettungsinsel zu schließen, um es drinnen wärmer zu haben. Aber wir schafften es nicht. Unsere Finger waren dazu schon zugefroren. Mit der Zeit schwappte deshalb viel Wasser durch die Luken hinein. Das war schrecklich. Wir saßen in der Insel und das eiskalte Wasser stand uns teils bis zur Brust. Die Überlebenden in der Insel versuchen, sich gegenseitig Halt zu geben. Dennoch gerät Grigori Sudvoj in eine extreme Situation. Ich wurde aus der Rettungsinsel gespült. Ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkam. Wahrscheinlich hat mich eine andere Welle wieder hineingeschleudert. Das war das Beängstigendste, an das ich mich erinnere, dass ich außerhalb der Insel im Meer trieb. Ich weiß nicht, wie lange oder wie weit ich entfernt war. Vielleicht nur ein Meter, ich weiß es nicht. Während die Schiffbrüchigen auf See um ihr Leben kämpfen, startet vom Stützpunkt Kiel-Holtenau ein Sea King-Rettungshubschrauber der Marine. Regelmäßig trainieren die Marineflieger gemeinsam mit den Seenotrettern. Nun ist der Ernstfall gekommen. Die erste Information, die wir hatten, war halt, dort droht eine Fähre zu sinken. Dann haben wir es natürlich sofort klar gemacht, sind rausgegangen und in Richtung Rügen geflogen. Schon seit 20 Jahren arbeitet Detlef Finster in der Rettungsleitstelle See der DGZS, dem Deutschen Maritime Rescue Coordination Center, kurz MRCC. Während er heute von hier aus Hilfe bei Seenotfällen koordiniert, ist er zu Beginn der 90er Jahre selbst Retter vor Ort. Als Operationsoffizier der Marine ist er Teil einer Sea King Crew und übernimmt unter anderem die Erstversorgung von Schiffbrüchigen. Obwohl er auch schon vor der Havarie der Jan Hevelius vieles gesehen hat, sticht der Orkan dieser Nacht zwischen allem hervor. Das war ein unglaublicher Sturm, der dort in dieser Nacht über die Ostsee weggezogen ist. So etwas habe ich später nie wieder erlebt. Also wir hatten Windgeschwindigkeiten von bis zu 90, 100 Knoten. Die Sea King selber fliegt mit 100, 110 Knoten. Wir hatten dann 100 Knoten Rückenwind. Wir waren unglaublich schnell vor Ort. Das war auch relativ schwer für uns zu realisieren, dass wir so schnell im Einsatz waren. Was die Hubschrauberbesatzung ebenfalls erst realisieren muss, die vermeintliche Notlage ist wesentlich schlimmer, die Fähre ist bereits gekentert. Aus dem Hilfseinsatz wird ein Sucheinsatz. Wir wurden zwischendurch von einem Frachter auf eine Insel hingewiesen, wo sie vermutet hatten, dass dort Überlebende drin sind. Dann sind wir auch direkt zu dem Frachter mit der Rettungsinsel hingeflogen. Der Bordmechaniker hat mich dann abgewünscht, aber ich musste dann leider feststellen, dass die Person, die dort in der Insel drin waren, alle bereits verstorben sind. Und ich hatte von oben eigentlich gar nicht wirklich so realisiert, was für ein Seegang dort unten herrscht. Und das, der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, warum springt die Maschine die ganze Zeit von oben nach unten?
ist auch nicht die Maschine gesprungen, wie ich sage. Ich habe dann also diese Sätze von 8 Metern auf den Wellen gemacht. Der Hubschrauber stand still, oben fest in der Luft, wie sich das gehört. Und ich war halt derjenige, der hoch und runter gegangen ist. Und dann an eine Insel ranzukommen, ist schwierig, denn die Insel wird immer wieder von irgendwelchen Wellen weggespült, rangespült. Das dauert unheimlich lange. Auf der Rettungsinsel, auf der Kochanowski und Sudwoy nun schon seit bald 2 Stunden auf Hilfe hoffen, gibt es bereits Tote. One driver, he actually died in my arms. Ein Lkw-Fahrer ist buchstäblich in meinen Armen gestorben. Das werde ich niemals vergessen. Ich weiß nicht, wer er war. Er hat die ganze Zeit über kein Wort gesprochen. Ich weiß nicht, aus welchem Land er kam. Er trug nur ein T-Shirt und leichte Schuhe. So starb er. Er war so kalt, dass er wohl nicht sprechen konnte. Vielleicht wollte er es auch nicht. He was dying. He was so cold. He could not. Maybe he didn't want to say a word or he could not say a word. Auch Kochanowski und Sudwoy selbst geht es sehr schlecht. Nach der ganzen Zeit in der Rettungsinsel war mir so kalt, dass ich wirklich alles für eine Decke gegeben hätte, um mich irgendwie warm zu halten. Bald hatte ich kein Gefühl mehr, meine Kräfte schwanden und ich verlor immer wieder das Bewusstsein. Irgendwann war mir alles egal. Ich kam in einen Zustand, in dem ich mich glücklich fühlte. Das war wohl der Anfang vom Ende. Zu dieser Zeit stampft der Seenotrettungskreuzer Arkona durch die vom Orkan getriebene See. Es ist noch vor Sonnenaufgang. Im Dunkeln versuchen Rettungsmann Andreas Brotola und seine Kollegen mit höchster Anstrengung, Überlebende in den Wellen auszumachen. Das ist eigentlich ein glücklicher Umstand, wenn man da jemanden findet. Wenn man kein Radarecho hat, zudem, du kannst ja nicht ständig gucken. Du musst ja auch dich abducken. Die See geht ja rüber. Du tauchst wieder ab, guckst wieder. Du kannst nicht ein komplettes Bild erfassen. Du kommst wieder hoch und fängst wieder an zu suchen. Und nach Stunden Suchen haben wir dann auch ein paar Lichter gefunden. Ja. Die Lichter gehören zu der Rettungsinsel, auf der unter anderem Leszek Kochanowski und Gregory Sudwoy seit inzwischen 3 Stunden ausharren. Beinahe bewusstlos nehmen sie wahr, dass Rettung tatsächlich naht. Wir hörten auf einmal ein Schiff, es war der Rettungskreuzer Arkona. Wir sahen durch die Luke unserer Rettungsinsel und es war so ein wunderbarer Anblick, als das Schiff auf uns zulief inmitten dieser stürmischen See. Dann las ich diese großen Buchstaben am Rumpf, SAR, Search and Rescue. Da kam endlich Hoffnung auf und wir fühlten uns in guten Händen. Doch die Schiffbrüchigen müssen nun bei starkem Seegang erst einmal an Bord kommen. Die Crew der Arkona lässt ein Rettungsnetz an der Seite herab. Grigory Sudwoy weiß, jetzt oder nie. Es war unheimlich laut. Der Dieselmotor lief, der Wind und das alles. Ein Seenotretter schrie etwas auf Deutsch, sowas wie, du kannst es schaffen. So kletterte ich schnell hoch mit aller meiner verbliebenen Kraft. Dann war ich auf der Arkona. And I found myself on Arkona on the deck. Nach Sudwoy klettert ein 2. Überlebender ans Rettungsnetz, bleibt aber erschöpft im unteren Teil des Netzes liegen. Den mussten wir jetzt so hochziehen. Das ist eine dermaßen Anstrengung, diese Netzbrug über die Scheuerleisten rüberzukriegen, dass wir das nicht geschafft haben. Erstmal, weil sich das Rettungsfloß mit seinen Handleinen, wo man sich anhängen kann, vertütet hatte. In den Rollen von dem Netz. Jetzt treffen die Seenotretter eine schwere Entscheidung. So mussten wir das Floß dann wieder losschneiden, um den Mann abzubergen. Es konnte ja auch keiner über den rüberkrabbeln und nach oben. Außerdem waren die Leute auch so geschwächt und unterkühlt, dass sie das vielleicht auch gar nicht geschafft hätten. Mit einer immensen Kraftanstrengung holen sie den 2. Schiffbrüchigen schließlich an Bord. Ach, du hast so viel Adrenalin, du zerrst da wie ein Blöder dran. Du kriegst das. Wir haben's gekriegt. Die Rettungsinsel aber ist nun wieder von der Arkona getrennt und treibt gleich wieder ab. Leszek Kochanowski und 2 weitere Überlebende sind immer noch auf der Insel.
Kochanowski bekommt davon kaum noch etwas mehr mit. Er verliert mehrfach das Bewusstsein. In der Zwischenzeit hat die Arkona die Position der Insel mitgeteilt. Der Rettungshubschrauber mit Detlef Finster an Bord ist bald zur Stelle. Der Pilot, ich halte zu der Rettungsinsel hin. Der Bordmechaniker hat gemeldet, dass dort offensichtlich Überlebende drin sind. Und hat dann auch direkt gesagt, da sitzt einer auf dem Reifen von der Rettungsinsel und winkt. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, kein Doppelwinchverfahren zu machen, sondern wir haben einfach die Schlinge runtergelassen. Wir hatten halt gedacht, dass dieser Überlebende, der unten in der Insel ist, sich dann sofort die Schlinge umlegen würde und aufgewischt werden möchte. Hat er aber nicht getan. Der ist so lange unten geblieben, bis er die anderen hochgeschickt hat und ich erst zum Schluss selber hochgekommen. Die Arkona läuft nun zurück nach Rügen, um die zwei Geretteten in ein Krankenhaus zu bringen. Auch der Sea King-Hubschrauber dreht mit drei Überlebenden an Bord ab, Kurs Festland. Beim Rückflug bietet sich ein schreckliches Bild und es wird schnell deutlich, dass sonst niemandem mehr zu helfen ist. Die Fähre war gesunken, die trieb Kiel oben. Wir hatten unheimlich viele Personen im Wasser, die bereits verstorben waren. Wir hatten Rettungsinseln, die gekentert waren, wo auch keiner drin sein konnte. Rundherum treiben Persennings und Stühle und Tische und Personen an Rettungswesten kopfüber im Wasser, die Rettungswesten oben, da hingen die unten dran. So, und da kommst du dann an. So, und dann machst du, gegen mir jedenfalls so, eiskalt deine Arbeit. Für mich war wichtig, dass wir alle Gefundenen auch bergen. Das ist ja für die Angehörigen nachher wichtig und für uns auch. Karl-Heinz Schumacher und die Besatzung der Hans Lücken finden keine Überlebenden mehr. Nicht beim ersten Einsatzanlauf und auch nicht in den folgenden zwei Tagen. An diesen sind sowohl die Seenotrettungskreuzer Hans Lücken und Arkona gemeinsam mit Behördenschiffen und Hubschraubern immer wieder im Seegebiet der Unglücksstelle unterwegs. Stets in der Hoffnung, doch noch jemanden lebend zu finden. Sie erfüllt sich nicht. 55 Menschen sterben beim Untergang der Jan Hevelius. Nur 9 überleben das Unglück, das Karl-Heinz Schumacher auch 30 Jahre danach noch beschäftigt. Jedes Detail hat sich eingebrannt. Jedes Detail, muss ich so sagen. Anders kann ich da nicht so sagen. Alles, alle Einzelheiten fallen mir dann wieder ein und gehen mir durch den Kopf. Und alles richtig gemacht, kommen dann zum Schluss. Ja, alles war richtig und gut. So wie wir es gemacht haben. Schumacher ist längst in Rente, doch die DGZS hat für immer einen großen Platz in seinem Herzen. Und das sieht man bei ihm zu Hause. Neben vielen anderen Erinnerungsstücken findet sich auch dies. Die Dienstflagge aus der Einsatznacht hat er bis heute aufbewahrt. Sie ist für ihn Erinnerung und Mahnung zugleich. Ich weiß, wie das auf der Ostsee aussehen kann, wettermäßig. Das sollte keiner je unterschätzen. Diese himmelhohe, verhältnismäßig kurze See, wer das unterschätzt, der hat schlechte, sehr schlechte Karten. Leszek Kochanowski hat gegen alle Wahrscheinlichkeiten den Kampf um sein Leben gewonnen. Dabei ist das selbst nach seiner Rettung noch nicht klar. Er ist extrem unterkühlt. Im Krankenhaus muss sein Blut behutsam erwärmt werden. Kochanowski liegt 2 Tage im Koma. Als er dann erwacht, fühlt er sich wie neugeboren. Ich hatte nicht einmal eine laufende Nase, trotz der Unterkühlung. Ich fühlte mich großartig. Die Ärzte sagten mir, dass mir ein zweites Leben geschenkt wurde und dass ich nun immer meinen zweiten Geburtstag feiern solle. Sie haben mein Leben gerettet. Grigory Sudwoy fährt nach dem Untergang der Jan Hevelius noch einige Jahre weiter zur See, ehe er als Ingenieur in Dubai und schließlich in der Schweiz arbeitet. Seit dem Unglück mache er sich im Alltag nicht mehr so viele Gedanken, was alles schieflaufen könne, denn es gäbe Schlimmeres im Leben als Misserfolg. Und eine weitere Lehre hat er für sich aus der Katastrophe vor Rügen gezogen. Dass die DGZRS uns gerettet hat, gibt mir seit diesem besonderen Tag das Gefühl, dass egal was passiert, es immer auch Hoffnung gibt. Die Jan Hevelius, ein Schiff, dessen Name sich bei allen Betroffenen, Rettern und Geretteten eingebrannt hat. Ihr Wrack wurde nie gehoben. Es liegt in rund 20 Metern Tiefe, inzwischen übersät von Muscheln und Ablagerungen. Der einst weiße Rumpf ist überwuchert.
Und doch wirkt es so, als sei die Zeit stehen geblieben. Hier am Grund der Ostsee, die in jener verhängnisvollen Nacht des 14. Januar 1993 auf furchtbare Weise bewiesen hat, welch unbändige Kraft auch dieses Meer mitunter zeigen kann.